Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß bei dem vielen, ich sage es jetzt bewusst ruhig durcheinander, dass hier gerade erzählt wurde, gar nicht, wo ich anfangen soll, um die nicht richtigen Aussagen zu korrigieren. Zunächst einmal fange ich vielleicht da an, wo der Kollege Schmidt geendet hat. Er hat gesagt, die betroffenen Kommunen sollen sich an dem Fonds beteiligen. Im Gesetz steht, kommunale Gebietskörperschaften können ergänzende Beiträge leisten. Also das schon mal zur, ja, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob wir sagen, die betroffenen Kommunen sollen bitte noch Geld reinstecken. Uns geht es im Wesentlichen darum, dass die Stadt Frankfurt, die Anteilseigner an der Fraport ist, die erhebliche Dividenden kassiert, die erhebliche Gewerbesteuer kassiert, sich auch an den Beiträgen beteiligt und ebenfalls dazu beiträgt, dass passiver Schallschutz auch gerade bei ihren betroffenen Bürgern geleistet werden kann, meine Damen und Herren. Dann, da sind wir schon beim nächsten. Ich mache weiter, wie die Zwischenrufe kommen. Fraport. Ja, die Fraport zahlt nur 15 bis 20 Millionen ein in den Fonds. Die Fraport zahlt darüber hinaus aber 70 Millionen Euro für ein CASA-2-Programm. Das ist heute mit keinem Wort erwähnt worden. Heute wird nämlich eine einzige Maßnahme aus der gesamten Allianz für Lärmschutz herausgegriffen und in einem Gesetzentwurf abgearbeitet. Das ist das Regionalfonds, der Regionalfonds, in dem der passive Schallschutz abgearbeitet wird und beschlossen wird. Alle anderen Bereiche stehen heute nicht zur Debatte. Deswegen stehen auch die 70 Millionen Euro, die die Fraport in CASA 2 investiert, freiwillig auch nicht zur Debatte. Deswegen haben Sie es nicht erwähnt. Aber da Sie sie kritisiert haben, dafür, dass Sie zu wenig einbezahlen, wollte ich darauf hinweisen, dass Sie an anderer Stelle das sehr wohl tun. Und darüber hinaus die Airlines. Und da sind wir dann bei den anderen 19 Punkten, die wir im Bereich Allianz für Lärmschutz aufgeführt haben. Da geht es dann um die Umrüstung der B737-Maschinen und um viele andere Punkte und Bereiche. In all diesen Maßnahmen setzen wir Projekte um, die dazu führen, dass die Lärmbelastung sinkt. Und deswegen ist es nicht ganz ehrlich, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, der Gesetzentwurf reicht nicht aus, weil dieser Gesetzentwurf auch nur einen Teilbereich dessen abdeckt, der Arbeiten, an denen wir im Moment dran sind, um die Menschen von Fluglärm zu entlasten, meine Damen und Herren. Dann wurde mehrfach der Kollege Weiß aus Offenbach zitiert, der hier zugegebenermaßen an einer Stelle gesagt hat, er bekommt nichts. Er hat aber genauso gut gesagt, dass er 4 Millionen bekommt. Und das steht in einem kleinen Widerspruch. Und es ist auch richtig, nach den Kriterien, die das Fonds Flughafen und Region ausgearbeitet hat, bekommt die Stadt Offenbach nämlich etwas über 4 Millionen Euro, um eine nachhaltige Entwicklung in ihrer Kommune durchführen zu können. Und dann will ich gleich überleiten zu einem weiteren Punkt. Wir gehen nämlich mit diesem Gesetzentwurf sehr wohl auf die Bedürfnisse und Bedenken in der Region ein. Wir lassen sogar die Kriterien vom Forum Flughafen und Region, und darin ist die Region schon vertreten, Herr Schmidt. Es gibt sicherlich Leute, die das kritisieren. Sie finden aber zu jedem Punkt jemanden, der das kritisiert. Aber seit, ich glaube, 10 Jahren arbeitet das Forum Flughafen und Region, ehemalig Dialogforum, sehr erfolgreich. Und jetzt zu sagen, dass das keine Vertretung der Region wäre, kann nur jemand sagen, der noch niemals da war. Und die SPD war auch in der letzten Sitzung wieder nicht vertreten, meine Damen und Herren. Und dann wieder der Schrei nach, es müsste mehr sein. Es müsste mehr sein. Das ist der Lieblingssatz aller Bürgermeister. Und wir erleben es ja nicht nur hier, wir erleben es auch bei dem Schutzschirm. Alle sagen nein, um Himmels Willen, das geht so nicht, das Gesetz ist nicht tauglich. Aber alle nehmen das Geld und sei es zur Schuldenreduzierung beim Schutzschirm, sei es hier zur Sanierung von Wohnungen beziehungsweise zum Schallschutz von Wohnungen. Und meine Damen und Herren, ich kann dieses es müsste mehr sein nicht mehr hören. Wir investieren hier, und das ist der nächste Widerspruch, wo Herr Kaufmann erst erzählt hat, wir stecken hier Steuergelder in den Fonds. Nein, er hat sich dann ja auch korrigiert und gesagt, es sind die Dividenden, die wir als Land Hessen, als Anteilseigner von der Fraport erhalten, die wir in den Fonds stecken und investieren. Genau das ist auch richtig. Aber wenn Herr Schmidt dann hier steht und sagt, wir verfrühstücken da Steuergelder, dann ist das nicht richtig. Es sind die Dividenden, die wir von der Fraport erhalten als Anteilseigner und die wir dann auch in den passiven Schallschutz investieren, meine Damen und Herren. So viele Widersprüche, wie eben in der Rede von Herrn Kaufmann und Herrn Schmidt, auf Herrn Schaus will ich gar nicht eingehen, habe ich hier wirklich schon lange nicht mehr in einer Debatte gehört. Was zeigt, dass dieses Gesetz so schlecht nicht sein kann? Wenn sich nämlich alle Oppositionsredner in Widersprüche verzetteln müssen, um noch was Negatives irgendwie herzuleiten, dann zeigt es, dass dieser Gesetzentwurf, der die kommunalen Interessen berücksichtigt, und sogar die Fluglärmkommission haben wir als Härtefallkommission eingebunden. Also, meine Damen und Herren, ich verstehe tatsächlich nicht so ganz, wo da die Kritik ist und wo, mit welcher Begründung die Grünen dieses Gesetz ablehnen.
Wenn Sie sagen, wir wollen den Menschen beim Fluglärm nicht helfen, dann sage ich, nein, Sie wollen ihnen nicht helfen, denn Sie lehnen dieses Gesetz ab, mit dem den Menschen 265 Millionen zur Linderung der Fluglärmbelastung bereitstehen. Sie lehnen diesen Gesetzentwurf ab. Und das ist für mich nicht erklärbar, weil damit den Menschen geholfen wird. Sie beziehen sich immer auf die Kreiser-Studie. Kreiser hat in seiner Studie ganz klar gesagt, dass passiver Schallschutz ein ganz wichtiges Element ist, um die Gesundheitsbelastung zu reduzieren. Sie lehnen diesen Gesetzentwurf, mit dem wir passiven Schallschutz erreichen, ab. Das ist mir wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Und das konnten Sie mir eben auch nicht wirklich erklären. Meine Damen und Herren, wir helfen, auch die Finanzierungskosten, die 20 bis 25 Millionen, die angesprochen wurden, die werden unter anderem verwendet, um die gesetzlichen Ansprüche vorzufinanzieren, die erst in 5 bis 6 Jahren bei den Menschen tatsächlich zum Tragen kommen. Sie werden genutzt, um auch die zinsvergünstigten Darlehen, die auch schon direkt zu Investitionen führen, um da die Risiken abzudecken. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, zu sagen, dass dieser Gesetzentwurf nicht hilft, nicht richtig ist und nicht hilft, ist einfach falsch. Und wenn Sie aufmerksam zugehört hätten bei der Anhörung, dann hätten Sie auch mitbekommen, dass fast alle Kommunen gesagt haben, dieser Gesetzentwurf ist vom Grundsatz her richtig. Wir würden gerne noch mehr Geld haben. Ja, aus Ihrer Sicht ist das auch nachvollziehbar. Es ist aber alles, und da spricht den Haushaltspolitiker Schmidt an, irgendwie auch zu finanzieren. Und wir haben eben diese 100 Millionen über 3 Jahre jetzt bereitgestellt als Dividenden der Fraport. Und ich glaube, dass wir damit auch auf dem richtigen Weg sind. Wir helfen den privaten Hauseigentümern. Sie bekommen Unterstützung in Höhe von 57 Millionen Euro für ihre Dämmmaßnahmen, Lärmdämmmaßnahmen. 150 Millionen zinsvergünstigte Darlehen gehen auch an die privaten Hauseigentümer, mit denen sie Maßnahmen umsetzen können. Wir helfen den Schulen und Kindergärten mit 28,5 Millionen Euro. Hier geht es, glaube ich, um die im Kernzentrum liegenden 9 Einrichtungen, sodass da tatsächlich wirklich noch umfassend geholfen werden kann, meine Damen und Herren. Und wir helfen den Kommunen und da gehen wir auf die Anregung ein. Ich sage ganz ehrlich, die 9,5 Millionen, die jetzt an die Kommunen zur nachhaltigen Entwicklung fließen, hätte ich persönlich lieber ebenfalls in passiven Schallschutz investiert gesehen, nämlich zum Beispiel bei Altenheimen oder bei Krankenhäusern. Aber die Kommunen sagen, nein, wir brauchen dieses Geld, um auch in unseren Kommunen für eine nachhaltige Entwicklung sorgen zu können. Und was machen wir? Wir nehmen es auf, wir stellen einen Änderungsantrag und wir nehmen diesen Teil dann auch in den Gesetzentwurf auf, um hier den Wünschen und den Bedürfnissen der Kommunen entgegenzukommen. Und dann bin ich schon, sage ich mal, ein bisschen verwundert. Herr Schmidt hat es dann auf Nachfrage, auf Zwischenruf noch hinbekommen zu sagen, dass der Gesetzentwurf natürlich den Menschen hilft. Und genau das möchte ich an der Stelle noch mal deutlich machen. Dieser Gesetzentwurf hilft den Menschen, die in der Region leben und entlastet sie von Fluglärm. Und da können Sie noch so viel schimpfen, das ist ein Fakt. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Grünen und die Linken diesen Gesetzentwurf ablehnen, weil sie damit Hilfe für die von Fluglärm betroffenen Menschen verweigern. Und das halte ich für nicht verantwortlich, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich habe es eben schon kurz angesprochen, wir haben den passiven Schallschutz, den bringen wir heute auf den Weg. Sie haben es verfolgt, Maßnahmenpaket aktiver Schallschutz, all das ist in der Beschäftigung. Da geht es um den kontinuierlichen Sinkflug, da geht es um verschiedene andere ausgewählte Anflugbahnen, die genutzt werden. Da geht es um viele Dinge, die aktiv in der Umsetzung sich befinden. Also Ihre Vorwürfe, es geht nicht schnell genug und es passiert nichts und wir müssten mal anfangen zu arbeiten, die sind verkehrt, die stimmen nicht. Es wird intensiv an diesen Dingen gearbeitet und es gibt auch Fortschritte und es gibt Entwicklungen. Natürlich ist das alles für die 2.000, 3.000 Menschen, die auch in Frankfurt montags demonstrieren, nicht zufriedenstellend. Das wird auch ganz schwierig werden, die Polizei spricht von 4.000 am Samstag, also insofern bitte, sind auch nicht so wenige, aber sie kamen auch nicht nur aus Frankfurt, sondern sie kamen auch nicht nur aus dem Rhein-Main-Gebiet, sondern sie sind auch von weiter her angereist, insofern wollen wir es. Ja, das stand in der Zeitung. Wenn Sie die gelesen hätten, Herr Rudolph, dann wüssten Sie das auch. Insofern sage ich ganz ehrlich, denen alles recht zu machen, das ist kaum möglich. Das sind diejenigen, die sagen, wir geben wirklich uns damit nur zufrieden, wenn die Landebahn geschlossen wird. Aber das wird insbesondere auch nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr passieren. Und ich glaube, damit hätten auch die etwa 3 Millionen anderen Menschen, die in dieser Region leben, nicht allzu viel Verständnis dafür, denn viele profitieren von diesem Flughafen. Und das ist nicht nur die Fraport. Das sind viele Menschen, die dort an diesem Flughafen ihre Arbeitsplätze haben und die ihre Familie davon ernähren. Und das halten wir auch für einen ganz wichtigen Punkt. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Müller.